Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Revelations. Ja, wir haben in der letzten Folge sehr, sehr viel Action gesehen. Und im besten Fall machen wir auch gleich mit großer Action weiter. Gehen jetzt erstmal zurück in unser Assassinentempel. Mal sehen, was uns da erwartet. Nach wie vor sollen wir ja die gute Dings suchen. Wie hieß sie nochmal? Auf jeden Fall die Alte, die uns bei den Büchern geholfen hat. Ich habe einfach ihren Namen vergessen. Keine Ahnung mehr, wie sie heißt. Sie sollen wir retten. Beziehungsweise möchte Ezio sie unbedingt retten. Aua. Ja, ich freue mich aber auf jeden Fall, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wieder mit dabei bist. Nach wie vor brennt es immer noch in meiner Seele, was aus alter Ehe geworden ist. Sehr, sehr traurig macht mich das. Ihn dann auch einfach so alt zu sehen und dass er in seinem Leben nichts erreicht hat, so wirklich, weil er mit Warten beschäftigt war, das ist schon hart. Wo ist denn das Kackding? So, hier muss er irgendwo sein. Da ist er doch. So. Da geht's hin. Wahrscheinlich werden wir uns hier zur letzten Schlacht irgendwie rüsten oder so. Bin ich mir fast sicher. Anders wüsste ich sonst nicht, was er hier wollen könnte. Machen, tun. Sammeln Sie die Masjaf-Schlüssel für den Austausch ein und bringen Sie sie zu Ahmed, um Sophia zu... Ach ja, genau. Sophia. Tja, wie gewonnen so zerronnen, wa? Wie heißt das so schön? Weiter geht's. Die Assassinenbrüder finden, um sich beim Austausch von diesen beschützen zu lassen. Wo sind denn unsere Assassinenbrüder? Ach, die sind hier mit in der Hütte. Dann müsste das ja hier irgendwo sein, oder? Ne, hier nicht. Hier oder was? Natürlich wusste ich den Weg. Klagt euch etwas vor. Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln.
werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren. So wie Yusuf es mit Leidenschaft tat. Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando. Ja, das wird jetzt aber nicht so eine Dingsschlacht, oder? Wie wir da um den Turm zu verteidigen machen müssen. Oder doch? Mit Ahmed treffen. Vertraut dem Wissen eures eigenen vertrauten Leiters. Wo ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. Sie gehört euch. Sophia! Zieht eure Männer zurück. Sie gehört euch. Schmeißt sie da runter. Oh Mann, was macht er denn hier schon wieder? Oh Gott. Den Fallschirm benutzen. Oh weia. Hammer gemacht, meine ganzen Assassinenbrüder hier. Nicht da reinziehen, es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein, aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Rennt! Oh nee. Oh, ich dachte, ich muss wieder fahren. Ahmed verlässt die Stadt mit den 5 Masyaf-Schlüsseln. Fangen Sie ihn, bevor er entkommt. Das werde ich. Fast geschafft! Durchhalten! Gut, gut. Ihr kommt, um mich zu verabschieden.
Ach du Scheiße. Ich bin auch gleich am Arsch. Oh. Halt stark! Ah! Oh, oh. Halte durch, Sophia! Passt auf! Ezio! Oh, toll! Ah ja! Sophia! Ich glaube nicht! Bleib stark! Natürlich! Sophia, beschützen, wie soll ich denn das machen? Oh nein! Oh! Autschen! Sabine, mir geht es gut! Soldaten, voraus! Ich sehe sie! Das ist ja geil gemacht. Sophia? Hallo, Sophia, ich hänge hier hinten dran. Bitte, hallo. Vergib mir! Sophia, ihr müsst aufpassen! Ich weiß! Oh. Seid bereit, Sophia! Mehr Soldaten! Weg. Du Scheiße. Hab dich. Weg von der Straße. Was tut ihr denn? Ich halte uns auf dem Weg. Wow. Wow. Autschen. Hallo, nicht so enge Kurven, bitte. Sophia. Oh je. Lass machen. Man gut, dass ich so ein fabelhafter Fallschirmspringer bin. Oh, da kommt ein Baum, da kommt. Oh, da kommt ein Haus, ein Haus. Oh, noch ein. Oh. Kann nicht sein. Ei, ja, mir auch. Unfähige Kinder, wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Hm.
zu blöd dafür. Nächster, Freundchen. Oh. Ezio, seht! Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch. Wow! Geht, Ezio, mir geht's gut! Ich muss hinterher fliegen. Stark. Direkt Klinge raus. Pupp. Ein bisschen Luftschläge hier. Oh, oh. Bene, das tat weh. Wie wird das enden? Ich töte dich. Diese Frage stelle ich mir auch. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim! Halt! Bitte! Grüß schön! So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Der will alle mal gleich abstechen. Deshalb haben wir so viele Probleme, Ezio. Prioritäten. Herrlich. Bill, gut dich zu sehen. Hör mal, hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Desmond kommt zurück.
kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot. Geh! Voll Action-Musik hat und dann plötzlich... Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akkon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und dort angekommen... Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Ich schwöre, ich würde ihn nie wieder erkennen, ohne Witz. Hätte mir vor dem Spiel irgendeiner das Bild von ihm gezeigt und gesagt, wer ist das? Keine Ahnung. Ich hätte wohl eher auf Altair getippt als auf Ezio. Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise in Masyaf eingetroffen. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Kommt, Beeilung! Dieser Anstieg. Ecco si bello qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahad. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist... hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Okay, Freunde. Werden wir mal sehen, was uns erwartet. Mit Sophiets seit 3 Jahrzehnten zur Bibliothek gehen. Habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. Dann lasst los. Ihr werdet nicht tief fallen. Tja. Sagt sie so leicht. Das Ende der Straße. Mit dem Masyaf-Schlüssel das Rätsel lösen. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Wissen, hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben
und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Du Kacke. Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ezio. Hat Altair Hinweise hinterlassen? Vielleicht etwas, was nur jene mit geschärften Sinnen sehen können? Ja. Kann ja dann eigentlich nur der hier sein. So in der Art. Ja. So. So. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Ich bin gespannt. Altairs Bibliothek untersuchen. Da sitzt einer auf dem Stuhl. Keine Bücher. Kein Wissen. Nur du, fratello mio. Requiescat in pace, Altair. Ich hab grad dickste Gänsehaut gekriegt. Ohne Witz. Noch eine Erinnerung. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Ah ja. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen? Ach, er geht sterben, oder was? Seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns leben. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, Altair? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria.
Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Setzen Sie sich einen Moment und ruhen Sie sich aus. Ich glaube, es ist das letzte Mal, dass er sich hinsetzt. Oh mein Gott, ich heule gleich. Gänsehaut am ganzen Körper. Heftig. Alter, ihr ist Edenapfel aufspüren. Noch ein Artefakt. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben. Wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Wow. Kannst du mich hören, Ziffer? Kannst du mich sehen? Ah, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt.
unsere Pflicht. Meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang, und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter, gemeinsam, um aufzubauen, zu erneuern. Höre, du musst dorthin, zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte. Leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt. Vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Okay. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond. Hi. Kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. Enthüllung. Ah ja. Okay. Interessant. Einfach Ende. Ich hätte gedacht, ich muss da jetzt vielleicht noch rein oder so. Ich muss da so ein bisschen dafür sorgen, dass es gut wird. Oder fertig wird. Oder whatever. Jedenfalls warte ich mal einen Schluck trinken. Gutes Spiel. Wirklich gutes Spiel. Kam mir persönlich kürzer vor als die anderen Teile. Vielleicht täuscht das, aber irgendwie kam es mir so vor. Also jetzt als Teil 2 und als Teil
als Brotherhood. Aber okay, es hat trotzdem nicht weniger Spaß gemacht. Ezio, wie gesagt, ich hätte ihn wirklich nie wieder erkannt, wenn mir einer ein Bild von ihm so gezeigt hätte und mich gefragt hätte, wer ist das? Ich weiß, Schande über mich, aber ich hätte ihn wirklich nicht erkannt. Was Alter ihr angeht, es brennt irgendwie im Herzen zu sehen, wie alt er geworden ist. Was aus ihm geworden ist, dass er wirklich seinen richtigen Traum, der Mentor davon allen zu sein, nicht erreicht hat, richtig. Zumindest sehr spät erreicht hat. Nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem cool, dass er hier noch mit reingearbeitet wurde. Oder beziehungsweise, dass man noch ein bisschen Geschichte von ihm sehen konnte, wie es weitergegangen ist nach Teil 1 tatsächlich für ihn. Finde ich cool, die Szene eben. Ich habe immer noch Gänsehaut davon, wie Ezio ihn findet. Hammer. Wirklich, wirklich Hammer. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Reihe weitergeht mit, der nächste Teil ist ja dann Teil 3. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Insel wird rekonstruiert. Die nächste Folge wird ja morgen schon direkt kommen, vermutlich, oder, nee, es gibt ja noch Bonusinhalte, genau, von dem Spiel, die sind noch ein paar Videos und so weiter, die würde ich mit euch gerne noch gucken, deshalb wird vermutlich morgen, übermorgen und danach nur ein Video kommen. Ich glaube, es gibt hier Videos. Nee, es gibt definitiv Videos. Ich glaube, es sind 3 Stück und wie gesagt, 3 Tage wird dann ein Video kommen. Einfach um das Ganze abzurunden, die Ezio-Kollektion ist dann abgeschlossen, komplett abgeschlossen. Gibt's noch was zu sagen? Außer vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Freunde, wirklich vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich hier wirklich jede Minute reinzieht und Teil des Ganzen ist. Ich bedanke mich dafür wirklich von ganzem Herzen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ich würde euch alle knuddeln, aber das geht ja nicht. Oder vielleicht doch, aber es geht halt, ihr wisst, was ich meine. Ja, was gibt's noch zu sagen? Gar nicht mehr so viel. Ich werde euch jetzt mit den Credits alleine lassen. Vielen, vielen Dank an all diese Leute, die hier aufgelistet sind, an alle Namen, die hier stehen, an jeden einzelnen von euch. Vielen, vielen Dank für ein geiles Spiel, was ihr hier wirklich zustande gebracht habt. Das ist großartig, große, große Klasse. Wirklich vielen, vielen Dank an euch da draußen. Unterstützt diese Leute, wenn ihr weiter wollt, dass es so tolle Menschen gibt, die so tolle Spiele machen. Müssen wir alle was dafür tun und kauft euch das Spiel. Auch wenn es jetzt schon älter ist, ist scheißegal, kauft euch das Spiel. Spielt es nochmal. Auch ich habe bisher jetzt erst gefühlt 10 Jahre später gespielt. Revelations. Okay, mach gar nichts. Besser spät als nie. Okay, das soll es von mir gewesen sein. Ich bin weg. Ich lasse euch mit den Credits alleine. Schaltet morgen wieder ein. Ich gehe davon aus, es kommt ein Video. Vielleicht kommt auch Resident Evil Assassin's Creed 3 Folge. Aber ich gehe eher davon aus, dass die Videos kommen. Ja. Freunde, viel, viel Spaß damit. Passt auf euch auf. Lasst mir was da. Und bis dahin.